In dieser Lektion steht nun das Forschungsprojekt, über das Sie Ihre Bachelorarbeit schreiben, im Mittelpunkt. Ein Forschungsprojekt durchzuführen bedeutet nicht immer, im Labor zu stehen oder ins Feld zu gehen. Ihr Schreibtisch oder die Bibliothek sind ebenso Orte der Forschung. Stift und Papier sind ebenso Forschungswerkzeuge wie Computersimulationen oder eine Petrischale. Sie brauchen auf jeden Fall ein Thema und etwas, das Sie über dieses Thema herausfinden wollen. Eine Frage, die Sie sich über dieses Thema stellen oder vielleicht eine Perspektive, aus der Sie dieses Thema beleuchten wollen. In dieser Lektion machen Sie deswegen einen wichtigen Schritt zum Gelingen der Bachelorarbeit. Wenn Sie sich nämlich über Ihr Thema, Ihre Frage und Ihr Ziel genau im Klaren sind, dann ist das Verfassen des Textes sehr viel einfacher. Das Endprodukt ist nämlich viel mehr als einfach diese 20, 30 Seiten Papier, sondern es ist diese dahinterliegende Auseinandersetzung mit ihrem Thema. Lehrende machen explizit, worauf es bei der Themenfindung zu achten gilt. Und Studierende berichten, wie sie die eigene Themenfindung vorangetrieben haben und das Thema eingegrenzt haben. Wenn Sie außerdem die Übungen mitmachen und die Handouts nutzen, die wir Ihnen hier zur Verfügung stellen, haben Sie am Ende der Lektion außerdem vielleicht einen Rohtext zur Einleitung geschrieben oder vielleicht erste Versionen Ihres Exposés verfasst. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg bei dieser Lektion.